Du, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Beim letzten Mal waren wir genau hier stehen geblieben, bereit, unser Haus zu bauen. Und das werden wir jetzt auch gleich mal tun, wenn ich aufgestanden bin. So. Also, wir werden jetzt mal gucken, was wir dafür alles brauchen. Denn die Nacht naht, Leute. Und in der Nacht kommen die bösen Dinos. Und deshalb sollten wir uns mal beeilen. Fasern, wir brauchen Fasern. Das bedeutet, wir werden jetzt mal ein paar Sträucher abgrasen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, weil ich nehme jetzt genau im Nachhinein auf und kann euer Feedback deshalb noch nicht lesen, falls überhaupt welches kommt. Nee. Ja. Und ich hoffe, euch wird arg gefallen. Ich habe mir die Aufnahme so teilweise angeguckt, eben gerade, und habe direkt nachgestartet. Also ich habe mir die nur ganz kurz so die Teile gesplittet und es sah eigentlich ganz in Ordnung. Ich drohte zu verdursten. Dann werden wir gleich mal was trinken gehen. Denn Trinken soll gut für die Gesundheit sein. Ich mache mal mein Mikro ein bisschen näher an meinen Mund, weil das ist in der Aufnahme immer noch so leise gewesen. Oder ich weiß gar nicht, ob es bei euch überhaupt. Oh Gott, Hilfe. Mir ist kalt, ja. Wow. Och nö. Nein, nein, Piranha. Oh Gott. Eieiei. An denen stirbt man 20 Milliarden Mal. Das ist. Piranhas sind so schlimm. Aber wir werden jetzt hier trotzdem mal ein bisschen was sammeln müssen. Ich habe das nochmal hier kalibriert. Hoffentlich so einigermaßen mit dem. Mit den Sachen. Dafür sieht man oben jetzt vom Bildschirm so einen kleinen Teil nicht. Aber das ist so wenig, das interessiert eh keinen. Aber halt vorher hat man unten die Schnellzugriffsleiste nicht komplett gesehen. Das hatte ich nicht gesehen. Da vorne ist ein Dylo, da vorne ist noch ein Strutomimus oder Compsognathus oder whatever. Lol. Mann! Ja, wir werden uns jetzt hier mal am Wasser gleich ein kleines Häuschen bauen. Mit. Ja, nice. Ja, bin ich langsam. Ich glaube, wir werden uns das hier irgendwie mal zurecht bauen. Ich mach mal kurz einen Bogen um den Dülo. Oh, lol. Da oben. Also da vorne. Oh Gott. Aber da können wir immer rüber, wenn wir eine Brücke drüber bauen. Von daher denke ich mal, dass wir hier unser Haus hinbauen werden fürs Erste. Schön am Strand, weil es hier relativ sicher ist. Und hier haben wir halt dort Bäume. Dort Bäume und dort vorne Bäume. Und dann passt das mit dem Holzvorrat hoffentlich. Und hier werden hoffentlich auch keine super krassen Dinos auftauchen, die uns dann direkt platt machen werden. Das alles mal ausrüsten. X-Knopf ist hier. Hallo? Hä? Ach so, ich muss RT drücken. Uiuiui, Hilfe, weil ich mich dann ja mitdrehe. Oh, machen wir mal so. Was? Wieso läuft der denn jetzt weg? Ach so, ich hab geschissen und der ist ganz schnell abgehauen, weil es so gestunken hat. Ja, kann ich verstehen. So, wo ist denn jetzt hier meine Wandtür hin? Wurde die jetzt doch nicht hergestellt oder was ist da jetzt genau los? Ich habe doch gerade eine Wandtür gemacht, oder habe ich jetzt irgendwie Alzheimer oder so? Ja gut. Diese komischen Dinosaurier, Alter. Die laufen vor so Mini-Dülo Dülo weg, ey. Der kann doch nix. Ich glaube, wir brauchen wieder Fasern. Ich glaube, ein bisschen Stroh sammeln hier noch. Und wir haben einen guten Fleischvorrat, weil da ja in der Nähe die Dodos rumlaufen. Ne, die kleinen Dodos, die man später essen wird. Aber ich muss jetzt nochmal kurz gucken, ob ich wirklich nur Fasern brauche. Jop, scheinbar schon. Ich hab mir die doch gebaut gehabt, ey. Wo sind die hin? Komisch. Ohne Witz. Was zur Hölle? So. Da ist es jetzt aber hier. Nein, nicht Fleisch essen. Fleisch essen ist nicht gut. So, Tür werden wir hier, glaube ich, mal zur Seite hinbauen.
Weil, obwohl, nee, hier vorne, weil dann können wir noch später zur Seite hin ausbauen. Falscher Knopf. Very nice. So. Wie kann ich dich jetzt öffnen? Ah, Y. Ich nehme mal mein Dodo mit rein. Jetzt kann er zwar noch ausbüchsen, aber das werden wir ja gleich hinkriegen, wenn wir die letzte Mauer gebaut haben. Was zur Hölle? Och nee, nicht diese komischen dämlichen Vögel. Oh, die sind so behindert. Die sind absolut schlimm. Die klauen ständig deine Sachen. Du kannst nichts gegen die machen. Das hat sich sogar gereimt. Gott, das Style. Hier. Stroh brauchen wir nur. Okay, das lässt sich ja hier ganz leicht erarbeiten. So, das sollte reichen. Aber der Dodo ist schon süß. So. Und ich glaube, mit dem ersten PC-Let's Play mit Ark kann man relativ wenig falsch machen. Okay, man kann sehr viel falsch machen, aber ich glaube nicht, dass ich nur COD-Kiddies als Community habe. Okay, vielleicht habe ich das, aber dann. Ja, dann ist das halt so. Nice! Level up. Okay. Hallo? Irgendwer wird hier gerade schon wieder platt gemacht. Ich hoffe, dass es so ein dämlicher Ichthyo-Dingsbums ist. So, wir machen jetzt mal hier die Ausdauer höher. Und Steinschleuder. Steinschleuder ist absolut das wertvollste Objekt, was man am Anfang haben kann. Weil die ist wirklich so krass gut gegen Dylos und so, wenn man die tamen will, dann sind die wirklich absolut von Vorteil. Irgendwo hier war ja auch ein Dylo. Ich habe 8 Narcotics, hab Fleisch. Okay, ich hab die jetzt hier hinten. Toll, hab ich schon mit dem Stein geballert. So, wo ist denn der nette Dilophosaurus von vorhin hin? Der müsste hier irgendwo sein. Wo ist er denn? Oh, da hatte ich gerade ein Leck. Muss mal kurz hier Ausdauer. Die Ausdauer geht bei dem Tempo runter. Oh Gott, ich bin am Verhungern. Kacke. Scheiße. Ich bin am Verhungern. Scheiße. Ich muss ein Lagerfeuer in meine Bude knallen. Damit ich jetzt hier gleich nicht qualvoll verende. Am Hungerstod. Das wäre jetzt nicht so prickelnd. Gleich am Anfang an. Scheiße. Ich kann mich jetzt, glaube ich, erstmal kurz mit Bären über Wasser halten. Ja. Weil Bären sind eigentlich relativ gutes Nahrungsmittel. Aber das Problem ist, der Dings hat ja auch Hunger. Mein kleiner Freund. Ich brauche Steine. Dafür nehmen wir dann mal die Axt. Und ja, in Ark nimmt man eine Axt, um Steine abzubauen. Und ja, gut, hier ist kein einziger. Ja, okay, das kann man jetzt nicht wirklich Stein nennen. Aber lol, das ist eine Höhle. Nee, ist doch keine Höhle, ich bin behindert. I was born on a wild street, running the backwood I need. Du, 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 du. We need some stones. Probably. Ich bin erschöpft. Ich brauch Steine. Okay, kann ich vielleicht so welche sammeln? Ja, ich kann sogar so welche sammeln. Sehr gut. Dann muss ich mir mal hier ein paar Steinchen zurecht sammeln. Die großen hier kann ich irgendwie nicht aufheben. Kacke. Tausend, umringt von tausenden Steinen. Aber ich kann keinen einzigen aufheben, weil die alle zu fett sind oder ich zu schwach. Doch die hier kann ich aufheben. Nee, die kann ich auch nicht aufheben. Was soll das? An den lieben Map-Designer. Bitte packt nirgendwo Steine hin, die man nicht aufheben kann.
wenn man gerade am Versteinern ist. Ich meine, was ist das? Ich kann hier keinen einzigen Stein aufheben. Ich kann hier wirklich nichts aufheben. Was ist das? Hallo, lieber Triceratops, lassen Sie mich bitte durch. Ey, was ist das? Ich kann hier nichts aufheben. Hilfe! Ich gehe. Ich hab geschissen. Oh. Hier sind bestimmt Piranha drin. Sag ich doch, das waren Piranha drin. Ich verhungere. Scheiße. Au! Nein! Was? Der hat 5 Fleisch geklaut. Was? Kacke, Leute. Au! Warte, ich habe einen Steinschleuder. Den machen wir jetzt fertig, ey. Wo ist er? Ich habe den besten Aim auf diesem Planeten. Mit der Steinschleuder. Wo ist der? Da. Und Fire. Oh Gott, bin ich scheiße. Ich habe meine Waffe fallen gelassen. Kacke. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe den nicht. Ey, das ist. Da. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Scheiße, nicht getroffen. Ich werde nervös. Ich werde nervös. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Scheiße. Wo ist er? Au. Er klaut mir alle meine Sachen. Kacke. Das Ding, ich kann nichts gegen ihn machen. Okay, der fliegt eigentlich. Wo ist er? Ey! Du Mistvieh! Ich treffe den auch nicht. Was ist das? Ich habe keine Munition mehr. Okay, jetzt heißt es laufen. Jetzt heißt es einfach nur laufen. Schnell hier rein. Hier kann er nicht rein. Ich verhungere, ich verhungere, ich verhungere. Ja, ich habe noch Bären. Oh Gott! Oh Gott. Mist. Mist, 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 Leute. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich brauche Steine. Ich brauche einfach nur Steine. Run. Run, Boy. Scheiße, da vorne ist ein Dülo. Das kann doch nicht wahr sein. Dann lauf halt zum Wasser, wo die Piranha drin sind. Komischer Typ, Alter. Wir haben es geschafft, Leute. Aber wir haben immer noch nicht genug Steine. Ich brauche immer noch Steine. Ich sollte mir so ein. Das ist wirklich ganz schön nicht so schlau gewesen jetzt von mir. Mich dort niederzulassen, wo es keine Steine gibt. Ich verhungere schon wieder. Bären, 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 Bären. Narkobären kann ich nicht essen, die schmecken glaube ich nicht so gut. Es sei denn, ich habe Bock einzuschlafen. Hallo? Gott, Hilfe. Ich komme mit der Steuerung klar. Hallo? Eieiei, Eier. Hilfe. Boah. Das war wirklich, kann man das eine Nahtoderfahrung nennen? Ich glaube. Boah, Hilfe. Eieiei. Jesus. Ich verhungere schon wieder. Kannst du mal bitte aufhören zu hin.
Naja, ich hole mir hier kurz ein paar Beeren. Kann ich hier kurz was essen? Habe ich gerade Narkobeeren gegessen? Ich bin so ein Vollidiot. Das Ding ist, Beeren machen mich unfassbar durstig. Und hier ist wirklich kein... Ah, doch hier. Oh, ja. Ja. Oh. Boah. You saved me the day. Ich hunger schon wieder. Jetzt esst keine Narkobären, das bekommt ihr nicht. Boah. Alter. Wo ist der? Wo ist der Kadaver? Okay, egal, erstmal was trinken. Oh Gott. Jesus. Mein Gott. Wo ist der Kadaver hin? Hier? Ne, das ist ein Stein. Wo ist der? Was? Hat er sich gerade in Luft auf? Ja, ich vergesse meine Pflicht. Hab nichts zu essen. Finde ich gut. Ja, jetzt hör auf zu meckern, meine Güte. Bist ja nicht aus Zucker. Mann, das darf doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Ohne Witz. Kurz was essen. Ich weiß, dass es nicht gerade meine Nahrung wirklich... Er hat mich verfehlt, dieser Blödmann. Ohne Witz, das war wirklich der dümmste Spot, den ich mir hier aussuchen kann. Überall sind Steine. Nee, ich gehe genau dorthin, wo keine Steine sind. Ach, toll. Was habe ich jetzt davon? So. Okay. Ja, stimmt. Ich habe mich noch gar nicht persönlich für die 200 Abos ach nee, ein Dülo. Bedankt. Fällt mir gerade ein. Das muss... Genau, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Toll. Nein, Sergeant Dodo wurde umgebracht. Nein. Und ich habe nur 2 rohes Fleisch bekommen. Aber egal, das wird ausreichen. Das wird... Geh da rein. Hallo? Ich will da rein. Ich bin gerade am Sterben. Lass mich hier rein. Okay. Okay, jetzt Ruhe bewahren. Ein richtig ekelhaftes Stück Fleisch essen, um zu überleben? Ja. Egal. Come on, Alter. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich verhungere, ich weiß, das fällt mir auch gerade auf. Mann, scheiße, Leute. Okay, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. You just have one mind to survive. Okay, ich muss ungegrillt essen, oder? Ja, ich muss ungegrillt essen. Nein, kacke. Meine Gesundheit, scheiße. Nee, das war jetzt auch nicht so schlau von mir. Ja, bitte. Oh Gott. Ich höre meinen Herzschlag, ich höre meinen Herzschlag. Ich werde sterben, ich werde sterben. Kacke, ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht genug Zeit, Leute. Hallo. Ich habe nicht genug Zeit. Nein, ich werde sterben. Gott, nein. Ach, toll. Komm schon, komm schon, komm schon, Kumpel. Du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Come on, come on, come on. Du kannst mir jetzt nicht wegsterben. Wir dürfen nicht sterben. Komm, 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 komm. Ja! Oh Gott sei Dank. Oh nein, ich hab's noch nicht gegessen. Oh Gott.
Gott, Alter. God damn, Jesus Christ. We survived. Eieiei, ist das dunkel, man sieht einfach gar nichts, aber ich muss jetzt unbedingt was zu fressen finden. Also irgendein Dodo, der hier rumlatscht. Ich sehe einfach completely gar nichts. Ich muss. Ah, da ist einer. Ich sitze so nah am Bildschirm. Och Gott, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Toll. Warte, nee, Spitzhacken. Hallo? Okay, jetzt schnell zurück. Immerhin sieht man sehr gut, wo mein Dings ist. Ich finde, ich verhungere schon wieder. Aber diesmal ist es nicht so kritisch, weil ich schon. Oh. Obwohl. Es könnte kritisch werden. Ich hoffe, dass es das nicht wird. Allerdings könnte es passieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Junge. Du schaffst das. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen hier. Ja. Easy. Naja, überlebst das schon. Wenn wir hier alles Fleisch braten. Wir müssen immer nur durch die Nacht kommen. Einmal hier die Tür schließen. Jetzt haben wir es hier ganz schön gemütlich hier. Ja. Mehr Holz. So, man kann auch gedrückt halten, fällt mir gerade auf. Oh. Ja. Einen leeren Magen werden wir jetzt auf jeden Fall stillen können. Da mach dir mal keine Sorgen. Warum rede ich eigentlich gerade mit dem Typen, als würde ich mit meinem Kumpel reden? Das bin ich selbst. Warum rede ich mit mir selbst? Hilfe. Okay, das tue ich auch so. Aber Hilfe. Mir fällt gerade auf, dass mein Zimmer, mein Fenster hier immer noch offen ist, also meine beiden. Ich muss die gleich mal zumachen mit Vorhängen, aber vorerst überstehen wir noch die Nacht, ansonsten kann ich hier nicht eine Sekunde vom PC aufstehen, nicht mal eine Millisekunde, wo der PC genau davor steht, ohne auch nur daran zu denken, dass vielleicht ich gleich tot sein werde. Nochmal Fleisch. Kann ich auch da. Nee, kann ich nicht. Schade. Lecker. Oh Gott. Oh, nochmal hier. Fleisch. Hilfe. Boah, okay, dann sollten wir jetzt mal gucken hier, dass wir hier noch ein bisschen was bauen können. Okay, wir können gar nichts bauen. Und ja, können jetzt eigentlich nur auf den neuen Tag hoffen, dass der bisschen mehr Freude bringt. Allerdings glaube ich das irgendwie nicht, weil am zweiten Tag kommen immer die größeren Dinos und ich glaube, dass wir gleich niedergemäht werden von einem Carnotaurus Level 20 Millionen oder so. Das könnte passieren. Also, ich höre auch die ganze Zeit irgendjemand, der hier draußen rumläuft, aber ich traue mich nicht, das Ding zu öffnen. Hier läuft die ganze Zeit irgendjemand rum. Ich will gar nicht wissen, wer das ist. So, wir haben schon wieder einen halbvollen Magen. Das ist doch toll. Boah. Nahtoderfahrung des Todes, ey. Hilfe. Boah. Okay, immerhin haben wir es jetzt für die Nacht einigermaßen warm. Ist jetzt nicht so spannend. Ich glaube, die Phase hier könnt ihr jetzt skippen. Weil hier werde ich jetzt eh nur die ganze Zeit hier stehen. Es wird nichts Spannendes passieren und auf den neuen Tag warten. Also, ihr könnt die Aufnahmen skippen. Ich mache jetzt mal kurz meine Fenster zu. Also, bis gleich. Und vielleicht gehe ich dann auch noch mal was aufs Klo und was trinken und so. Also, ciao, bis gleich. Aber die Aufnahme ist nicht vorbei, okay? Also einfach nur gucken, wann ich dann wieder anfange zu reden. Ja, ciao. Ich werde vielleicht eine Infokarte und so weiter einreden. Und ja, ich höre jetzt endlich auf zu reden und mache, was ich jetzt machen wollte.
So, ich habe hier nämlich noch eine Schreibtischbeleuchtung. Eine ziemlich geile. Dann suche ich jetzt mal hier kurz die Fernbedienung. Hallo? Also anschalten. Und dann auf grün. Und das ist absolut geil, wenn man zockt. Obwohl, nicht, mach auf Changing. Ja, ich bin immer noch da. Bin nichts. Ich gehe jetzt kurz runter was trinken. Und in der Zeit hoffen wir, dass es endlich Tag wird. Ja, ihr könnt ja so lange auf mich aufpassen, ja? Das kriegt ihr doch alle hin. So, Guys, ich bin wieder am anderen Ende des Zimmers und komme jetzt rüber. So. So, da bin ich wieder. Wieder am Stissel. Hilfe. Ich suche gerade mal den Controller, der ist hier. Hallo? Ich kann gerade mit dem Controller mich nicht bewegen. Was zur Hölle? Lol, der Controller ist einfach aus. Aber wieso? Ach, lol. Lol, das Kabel ist einfach auseinandergegangen. Ja, ach, toll. Ja. So. Da sind wir wieder hier. Hilfe. Das Kabel ist gerade irgendwie auseinandergegangen, weil ich, glaube ich, draufgetreten bin. Und ja, passend zum Tagesanbruch. Nice. So. Heute geht's ans Bauen, meine lieben Freunde. Heute wird gebaut und ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, doch. Ich glaube, ich mache immer einen Tag, eine Nacht. Jetzt die ersten paar Mal vielleicht noch ein bisschen längerer. Längerer vor allem. Länger die Folgen und dann. Und dann halt später. Dann immer Tag und Nacht. Vielleicht dann auch mal eine Folge ein bisschen länger oder so oder ein bisschen kürzer, je nachdem. Aber jetzt habe ich ja gerade immer Zeit und deshalb mache ich mir jetzt immer hier ein paar Folgen auf Vorrat, damit nicht das passiert, was jetzt vorher immer passiert ist, dass ich dann keine Folgen mehr hatte und so. Ich hatte auch zweimal. Oh, nice, Level up. Ich hatte auch vorher zweimal immer was hochgeladen, aber das habe ich dann wieder runtergenommen. Also habe ich dann wieder aufgenommen, weil ja ich dann gemerkt habe, nee, das ist nix. So, was wollen wir denn hier machen? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen, sparen erstmal wieder unsere Punkte auf, damit wir dann später wieder was Größeres craften können. Ich überlege, ob ich da darüber ziehe. Aber da habe ich Schiss, dass dann so ein Kanu oder sowas aus dem Wald da kommt. Und von hier kann höchstens einer von da oben runterfallen und der ist dann ganz sicher tot. Also ich hoffe das zumindest. So. Dann craften wir uns hier mal nochmal eine Plattform. Nochmal ein Dach. Zwei Wände nochmal. Und dann können wir das hier ja abreißen. So. So. Zack. Zack. Passt ja perfekt hier. So. Jetzt endlich mal ein bisschen größeres Haus. Das Feuer können wir, glaube ich, hier mal ausmachen. Feuer löschen. Und jetzt einmal gucken, was ich jetzt hier noch brauche. Ich brauche wieder für die Nacht ein bisschen Fleisch. Für die nächste und einmal hier gucken beim Herstellen, was ich denn jetzt hier, was mir fehlt. Okay, mir fehlt Stroh, dann müssen wir Stroh holen.
Oh, kleiner Leck. Oh. Ja, lol. Kann man essen. Habe ich gehört. Also, nicht, dass ich schon mal selber eine Parasaurolophus das Ei weggegessen habe, ne? Also, nee. So was macht man ja nicht. Aber, naja, können wir mal später gucken, wenn wir wieder in Hungersnot sind. Ich glaube, das wird dann mal ein bisschen wichtiger. So, jetzt hier einmal lieber Dodo. Ich glaube, du musst jetzt auch mal dran glauben. Komm her. Weil einer muss ja auf dieser Insel überleben. Vielleicht lasse ich mir später noch mal einen von euch als Haustier. Aber ihr könnt ja nichts gegen Dodos, ihr seid voll niedlich. Aber ja, als Kampfhund seid ihr jetzt nicht wirklich geeignet. Ihr seid mehr so als Schmusetier geeignet. Was auch sehr toll ist, denn später wird euch jede Frau als Schmusetier haben wollen. Und nicht mehr die Männer. Jetzt nochmal hier. Verwende. So. Zack. Boah, das ist ein Traum hier. Schöner Wohn. Nee, dahin. So. Was fehlt uns jetzt hier noch zur Herstellung eines weiteren Bodens und so weiter? Fasern. We need some Fasern. Das heißt, wir müssen mal wieder in den Büschen rumwühlen. Da hinten ist ein Dülo. Ich glaube, den werden wir uns jetzt mal zähmen. Aber wir haben nur 5 Steine, Kacke. Das heißt, die 5 Schüsse müssen sitzen. Hallo. Oh. Hilfe. Ja. Die 5 Schüsse saßen auf jeden Fall. Ja, die Musik kann dann auch stoppen. Ich brauche auch ein bisschen was, aber der Dülo kann den Rest mal behalten. So, kann ich hier noch ein bisschen was abbauen. Aber wir sollten auch das nächste Mal auf Gewicht pushen, wenn ich Mann, in dieser Folge passiert so viel. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, in was für einem Abstand ich die Sachen hochladen werde, weil nicht, dass ich dann irgendwann wieder keine Folgen mehr habe oder keine Zeit mehr habe. Also keine Zeit mehr hab und oder keine Lust mehr hab und dann keine Folgen mehr übrig sind und ich einfach mitten im Spiel aufhöre. Und sowas finde ich einfach immer richtig kacke. Aber manchmal hat man dann halt einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Wobei, apropos, muss ich jetzt mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch an ist, weil ja, läuft auf jeden Fall. Maus kommt wieder weg. Und es geht weiter mit hier, ne? Schön. Controller Let's Play. Ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen, abends mal so ein bisschen Let's Play aufnehmen und so, dass es absolut entspannt mit Controller. Weil man fühlt sich da nicht so alleine, wenn man spielt. Ist keine Ahnung wieso, es ist einfach so. Ich hasse das so alleine zu spielen, ohne Musik oder so. Und ja, ich habe früher ohne Shit auch selber mit mir geredet, als ich noch ganz klein war. Habe ich immer mit mir selbst geredet. Und ja, ich glaube, das hat mich ganz schön auf das Leben als YouTuber nicht vorbereitet. Nein, ihr wisst, was ich meine halt, ne? Wir verdursten gleich schon wieder, deshalb gehe ich einmal kurz hier was trinken. Lecker, lecker. Ei, ei, ei. Nice. We got a Dylos. Den nennen wir dann mal Dylo. Fuck. Einmal hier kurz. Den nennen wir mal Dylo. Ja. Level 27. What? Er ist weiblich. Ich glaube, ich muss mal den Namen ändern. Nein, das wollte ich gar nicht. Was? Ja, du kannst mir deine Narcotics mal wiedergeben. Brauche ich nämlich noch. Okay. Wir sollten mal ein bisschen farmen gehen. In der Zeit kann dann vielleicht der Dülo noch zwischendurch ein bisschen was holen.
Ja, einen Para traue ich mich mit einem alleine noch nicht. Also die können da eh nichts ausrichten und dann rennt er wieder 20 Kilometer weg. Und hier ist einfach nichts. Was ist das? Ich habe mir wirklich hier den behindertsten Punkt ausgesucht zum Leben, den man sich denken kann. Hier ist nix. Glaube, ich muss rüber zu den Redwoods. Aber ich komme da nicht rüber, das ist das Problem, weil da Piranha überall sind. Ey, toll. Ich glaube, ich muss da gleich mal hoch auf die Ebene, wenn meine Ausdauer regeneriert ist. Du hast geschissen. Ich muss mal hier für das Thumbnail kurz ein Foto machen. Also. Ich muss mich richtig positionieren, damit es später ein gutes Thumbnail-Foto gibt. Ja, so sieht doch schön aus, oder? Ja. Ja, ich muss gucken, ob ich das für das Thumbnail nehme, weil ich werde. Ja, ich weiß noch nicht. Du kannst ja knurren. Hoi. Also würde ich dich nicht kennen, würde ich mal Abstand von dir halten, ne, Dilo? Aber wir sind ja Friends. Beziehungsweise ich bin in der Friendzone gelandet von dir. Weil ich einfach überall in der Friendzone lande. Toll. Da ist ein Ichthyo. Ihr wisst, wen ich meine. Ah, falsches. LB. Rat mal, wofür du jetzt zahlen wirst. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, toll. Ja gut, das war nicht der Plan, muss ich sagen. Aber dann bin ich halt der, der jetzt wegläuft. Aber es ist ja immer genug Zeit zum Sammeln. Au, es ist nicht Zeit zum Sammeln. Du wirst jetzt ordentlich. Komm her. Toll. Ja. Auf die Rübe. Nein, er hat das Ei geklaut und er hat es sogar gefressen. Das wirst du büßen. Das wirst du sowas von büßen, glaub mir das. Du kannst dich einfach ver. Parasaurolophus-Ei. Ich nehme alles zurück. Da sind du. Oh. Ach, toll. Oh Mann, kannst du mal aufhören, mir meine ganzen Sachen wegzunehmen? Das wäre sehr nett von dir. Ich verhungere nicht im Ernst schon wieder, oder? Wo bist du? Wo bist du? Soll ich kommen zielen? Au! Ich bin verletzt, ich werde gleich sterben. Wenn er mich jetzt noch einmal hittet, bin ich tot. Oh Gott, wenn ich dich treffe, bin ich auch tot. Mann, ich muss ein bisschen weiter drüber ziehen. Boah. Ja, verdorbenes Fleisch kannst du meinetwegen fressen. Mein Dylo hat. Was? Ja, gut. Also, ja, toll. Ja, was zu dem Thema. Aber wir sind ja eigentlich gar nicht so weit weg, oder? Jesus, es ist nebelig. Es ist nebelig. Da hinten bin ich ganz sicher nicht gestorben. Lol, what the fuck, wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Toll, tolle Karte, die bringt mir richtig viel. Hier war ich noch nie, oder? Fuck. Ja, toll, ich glaube, ja, das war's mit Ark. Ich
werde dieses Spiel wahrscheinlich nie wieder spielen können. Das war das, was ich gemeint habe. Ja, toll. How to be a Noob in Ark Survival Evolved. Ja, gut, ne? Ja, dann war es das schon mit der Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich weiter in Ark Let's Plays machen soll. Okay, ich werde weitermachen. Also, ich werde jetzt nicht aufhören. Also, ne? Nur weil ich jetzt einmal gestorben bin. Ich werde noch viel öfter sterben. Aber jetzt halt. Ah, ja, da hinten sind meine Sachen. Okay. Ja, hat sich erledigt. Ich beende die Folge doch nicht. Wir werden uns jetzt an diesem dämlichen Vieh rächen. Was auch immer mich da angegriffen hat. Capodemis, was soll das sein? Ich habe kein Bild vor Augen von Capodemis. Und irgendwie geht meine Ausdauer auch nicht runter. Ach so, wahrscheinlich, weil ich nicht so viel mit mir rumtrage. Ah, that makes sense. Okay, ja, das vorne sind meine Sachen, alles wieder gut. Okay. Ich werde doch nicht aufhören mit Ark, also hätte ich auch so nicht gemacht, aber jetzt erst recht nicht. Aber ich glaube, mein Dülo ist auch tot. Da oben fliegt immer noch dieser Behinderte. Nö, mein Dülo lebt noch, lol. Hä, what the fuck, von was wurde ich denn angegriffen? Carpodemis, was ist das? Vielleicht habe ich mich auch verlesen und da stand was ganz anderes. Ne, alles gut. Nein. Ach, toll. Ja. Was? Was? Wieso? Was habe ich getan? Wieso greifst du mich an? Wieso greifen die beide mich an? Was zur Hölle? Wieso? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wieso wurde ich jetzt angegriffen? Habe ich den getroffen oder so? What the fuck? Jetzt habe ich wirklich absolut keine Ahnung, wo ich bin. Aber es sieht sehr schön aus. Leute, lasst uns hier weitermachen. Lasst uns hier weitermachen. Hier sieht es absolut schön aus. Und hier haben wir alles, was wir brauchen. Da läuft ein Pferd. Okay, lasst uns das. What the fuck? What the fuck? Hier laufen Viecher, die ich noch nie gesehen habe. Toll. 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 Wir bleiben dort, glaube ich, doch nicht. Mein Gott, kann man denn hier nicht nie seine Ruhe finden oder so? Hier ist es voll schön. Da hinten kommt dann gleich wieder so Mistvieh und macht dich direkt wieder fertig. Okay, lasst uns mal hier leben. Ich finde das hier voll schön. Lasst uns mal hier bleiben. Ja, okay, dann lasst uns hier bleiben. Ich bleib also, ne? Hier besser zu Hause aufbauen. Und ja, weil da hier gibt's Bäume. Ups, das wollte ich gar nicht. Und so weiter ist jetzt nur blöd, weil halt die Sachen. Ach nee, da. Bist du ein Tiger? Ich kann das nicht genau. Bist. Oh lol, das ist ein Dings, auf dem kann man reiten. Oh, cool. Ich hole mir jetzt hier erstmal ein bisschen Zeug. Ja, ist ja wie ein Neustart theoretisch. Also, ja, dann werde ich mal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, teilt es mit euren Freunden, wenn ihr soweit, ja, sofern ihr welche habt. Nicht so wie ich. Und ja.
Like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie zum Beispiel diese grandiosen Folgen Ark Survival Evolved, wo ich so unglaublich weit komme. Und ja, dann sage ich auch schon ciao ciao und bis bald.